Willkommen im Autojahr 2015, das wir mit einigen Highlights begrüßen wollen. In der letzten Sendung stellten wir den neuen Porsche 911 GTS vor. Nun kommt der stärkste Konkurrent, der neue Mercedes AMG GT, der viel mehr überrascht als erwartet. Und mit dabei ein Rückblick auf den Motorsport 2014, sowie Neuheiten bei Hyundai und der Mercedes B-Klasse. Im grauen Alltag der weltweiten Automobilindustrie gibt es streng genommen nur wenige Highlights. Einige verdienen aber besondere Orte, um sie zu erfahren. Wir taten dies bei unserem Erstkontakt mit dem neuen Mercedes AMG GT rund um San Francisco, herunter bis nach Monterey und auf einer der schönsten Rennstrecken der Welt, in Laguna Seca. Da die allermeisten Exemplare aber niemals die Rennstrecke erblicken werden und die meisten Käufer das Fahrzeug zum Cruisen und zum Zeigen benötigen, sind wir durch San Francisco gefahren und waren uns sicher, dass der AMG GT zum neuen Traumwagen der Amerikaner, bestimmt aber aller Motorenthusiasten wird. Heute befinden wir uns in Kalifornien. Hinter mir sieht man die Golden Gate Bridge, das bedeutet, wir befinden uns in San Francisco. Neben mir, auch ganz neu, der neue Mercedes AMG GT. Ein unglaublich schönes Fahrzeug, aber ist es auch gut? Denn es soll die Sparversion sein vom SLS, den es bis jetzt mit Flügeltüren gab. Aber Sparversion ist nicht richtig, denn auch dieses Fahrzeug verfügt über Rennsporttechnologie. Es hat 510 PS in der S-Version, in der regulären Version ein paar PS weniger, aber das macht kaum was aus. Das Fahrzeug geht sehr, sehr schön durch die Kurven. Es macht viel Spaß, wie ich schon sagte, auch im Stadtverkehr. Es ist ein Cruiser. Er ist für den amerikanischen Markt geschaffen, aber das heißt heutzutage nichts mehr. Es ist immerhin ein Weltfahrzeug. Um zu sehen, was das Fahrzeug letztendlich kann mit seinen Rennsportgenen, gehen wir gleich noch auf die Rennstrecke von Laguna Seca in der Nähe von Monterey. Und ich freue mich schon drauf und von da werden wir uns wieder melden. Das Fahrzeug sieht schon aus wie die perfekte Fahrmaschine. Die Proportionen sind perfekt. Das Heck erinnert an den größten Gegner, den Porsche 911. Der Rest an einen etwas optimierten und geschrumpften SLS. Der lange Vorderwagen und das Fahrgasthaus wie aus einem Guss gefertigt und die Verarbeitung ohne Tadel. Serienmäßig ist der Mercedes GTS mit einer Performance-Abgasanlage ausgestattet, bei dem der Fahrer den Motorsound variieren kann. Ebenso gibt es elektrisches Hinterachs-Sperrdifferential und das AMG Ride Control Sportfahrwerk, bei dem der Pilot per Tastendruck in der Drive Unit mehrere Fahrprogramme einstellen kann. Wie bereits angekündigt, wir befinden uns nun in Laguna Seca. Das ist in der Nähe von Monterey, südlich von San Francisco, auf der Rennstrecke. Einige werden sie kennen aus dem berühmten Rennen der Champ Car Serie, der amerikanischen Formel 1. Das Besondere an dieser Strecke ist, wir dürfen heute mit diesen wunderbaren Fahrzeugen hinter mir, den AMG GTs, die ganz neu gerade vorgestellt werden, auf die Strecke. Und dieses Fahrzeug überzeugt natürlich nicht nur im Straßenverkehr, sondern wenn nicht auf der Strecke, wo dann? Denn schließlich ist es für den Rennsport gemacht und dort soll es ja auch in Zukunft einiges an Lorbeeren noch für Mercedes einfahren. Für uns ist es natürlich interessant, dieses Fahrzeug hier zu bewegen. 510 PS sprechen für sich. Er lenkt schön ein. Er hat das typische Fahrverhalten, was wir auch vom SLS kennen. Er hat natürlich die Besonderheit, dass durch den langen Radstand, den Motor vorne, das Getriebe hinten, diese Transaxle-Fahrweise, dass das Auto natürlich etwas robust auf der Straße liegt. Er ist nicht so ganz leichtgängig und so ganz leichtfüßig auf der Straße, aber dafür liegt er auch sehr stabil. Eines vorweg, das Auto hat uns mehr als überrascht und Laguna Seca war die perfekte Wahl, denn wenige Rennstrecken haben so viele Kurven, die am Ende zumachen und ein so perfektes Fahrwerk erfordern. Vor allem die berühmte Corkscrew, sicher eine der bekanntesten und spektakulärsten Kurven im internationalen Motorsport, will sauber durchfahren werden. Was aber mit dem GT perfekt gelingt. Ohnehin ist eine Runde der absolute Traum. Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas und jetzt fahren wir hier auf die erste Rundkurve zu, ein bisschen leicht anbremsen. Das Auto liegt unglaublich neutral.
und links. Auto rutscht über alle Räder. Ja, das macht unglaublich viel Spaß. Und noch mal kurz abbremsen. Die Kurve macht etwas auf. Man ist fast immer zu langsam. Unglaublich. Es macht unglaublich Spaß. Und ich könnte süchtig nach diesem Auto werden. Laguna ist eine sehr herausfordernde Rennstrecke, sowohl für den Fahrer als auch für das Auto. Denn man kommt über viele Kuppen. Man muss über die Kuppe anbremsen. Da ein Auto stabil zu halten, ist relativ schwierig. Aber der GT macht es meisterlich und macht einfach unglaublich Spaß. Wir fuhren auf die Strecke und glaubten zu wissen, was uns erwartet. Aber alles Makulatur, wenn man plötzlich merkt, der Wagen ist unglaublich gut und schließt zu Porsche auf. Und das war ja auch das erklärte Entwicklungsziel. Um den Basis-GT adäquat abbremsen zu können, ist eine Bremsanlage mit innenbelüfteten 360 mm großen Bremsscheiben verbaut. Der Mercedes-AMG GT-S erhält 390er Bremsscheiben an der Vorderhand sowie rote Bremssättel. Gegen einige extra Euro ist eine Keramikbremse erhältlich mit dann 402 mm großen Bremsscheiben. Der Innenraum des Mercedes-AMG GT zeigt sich als konsequente Fortsetzung des aktuellen Mercedes-Designs. Die typischen runden Luftdüsen und der freistehende Bildschirm auf dem Armaturenträger sind bekannt. Wir haben einen Sportwagen gebaut, der alltagstauglich ist. Das heißt, man kann damit genauso auf der Straße rumcruisen, ohne groß aufzufallen. Aber wir wollten natürlich auch ein Auto haben, wenn es auf die Rennstrecke geht. Und wir haben viele Kunden, die das machen, die sich dort wohlfühlen und natürlich auch in ihrer Klasse konkurrenzfähig sind. Und deswegen, glaube ich, ist das das perfekte Auto. So gesehen ist es ein hervorragendes Fahrzeug, was sehr viel Spaß macht und natürlich seinen Weg machen wird. Und seinen Weg wird er ganz besonders auch schon deshalb machen, weil der Preis überzeugt unglaublich. Für ca. 100.000 Euro ist man dabei und dann hat man 510 PS und ein Auto. Wir haben es selbst gesehen hier in Kalifornien, wo sich alles wirklich nach umdreht. Mercedes-AMG möchte den AMG GT in größeren Stückzahlen absetzen. Der Preis von 115.430 Euro für die Basisversion und 134.351 Euro für die S-Variante sind für das Gebotene nahezu ein Schnäppchen. Auch im Vergleich zu einem Porsche 911. Allerdings wird der Show-Effekt auf den Straßen schnell nachlassen, wenn zu viele sich für den neuen AMG-Sportler entscheiden. Dann zählen andere Werte, aber der GT3 soll ja auch bald folgen. Und dann kann man wieder markant promenieren. Der AMG GT hat uns auf den Traumstraßen Kaliforniens mehr als überzeugt. Auf der Rennstrecke ob seiner Performance geradezu überrascht. Es gibt einen neuen im Segment der stilvollen Sportler. Und das ist auch noch ein sehr, sehr guter. Mercedes hat also nun einen echten Racer im Programm. Kein Wunder. Man gewann soeben nach vielen Jahrzehnten wieder die Krone in der Formel 1. Jedes Jahr ist voll mit Highlights im internationalen Motorsport. Dabei hat der Rennzirkus viel, sehr viel mehr zu bieten als nur die Formel 1. Allen voran aber steht nach wie vor die Königsklasse, in der nach einer massiven Regeländerung für die Saison 2014 die Karten völlig neu gemischt wurden.
Für diese Saison wurde der 2,4 Liter V8 Saugmotor, der von 2006 bis 2013 zum Einsatz kam, durch einen 1,6 Liter V6 Turbomotor ersetzt. Die maximale Drehzahl wurde von 18.000 auf 15.000 Umdrehungen pro Minute heruntergesetzt. Es wird weiterhin Energie von der Hinterachse gewonnen und an diese zurückgegeben. Die Getriebe besitzen neuerdings 8 Vorwärtsgänge, einen mehr als zuvor, und müssen jetzt für 6 Rennen halten. Die daraus resultierenden Strafen haben auch 2014 einige Bedeutung gehabt. Das Mindestgewicht für das Fahrzeug stieg auf 691 Kilogramm. Zuvor waren es noch 642 Kilogramm. Um die Sicherheit der Fahrer zu erhöhen, wurde die maximale Höhe der Fahrzeugnase von 550 mm im vergangenen Jahr deutlich auf 185 mm in dieser Saison verringert. Deshalb die neue und sehr umstrittene Optik. Die sichtbarste Veränderung für die Saison 2014 betraf die Breite des Frontflügels, die von 1800 mm auf 1650 mm verringert wurde. Nicht alle kamen gleich gut mit der neuen Situation zurecht. Der Seriensieger der letzten Jahre, Red Bull, sah mit seinem viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel eher blass aus. Zu viele technische Fehler. Nur Williams, besonders mit Valtteri Bottas, konnte überzeugen, sicher auch aufgrund des bärenstarken Mercedes-Motors. Das Mercedes-Team selbst war aber das Maß aller Dinge. In 19 Saisonrennen saß 16 Mal der Sieger in einem Mercedes. Nur 3 Mal konnte Red Bull aufgrund eines enttäuschenden Renault-Motors gewinnen. Allerdings nur mit dem Neubullen Daniel Ricciardo. Sebastian Vettel hatte viel mit technischen Ausfällen zu kämpfen. 11 der 16 Mercedes-Siege gingen allein auf das Konto von Lewis Hamilton, der damit verdient 2014 zum 2. Mal Weltmeister wurde. Dass Mercedes mit 16 Saisonsiegen auch Konstrukteurweltmeister wurde, versteht sich fast von selbst. Ebenfalls einen deutschen Sieg, aber fast erwartet, sah das legendäre 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Doch so ganz klar war das nicht. Audi hatte zwar die letzten Jahre dominiert, aber mit Porsche und Toyota waren 2 ganz große Konkurrenten zurück nach Le Mans gekommen. Zudem ist Porsche der Rekordsieger und verfügt über jede Menge Erfahrung. Trotzdem konnte sich Audi in Le Mans nochmals beim Saisonhöhepunkt mit viel Le Mans-Erfahrung durchsetzen. In der WM-Wertung allerdings musste man sich Toyota beugen. Bei insgesamt 8 Saisonrennen konnte Toyota, das Team aus Köln, insgesamt 5-mal gewinnen. 2-mal inklusive dem Klassiker Le Mans siegte Audi. Das letzte Saisonrennen in Sao Paulo konnte dann Porsche für sich entscheiden. Man kann also auf 2015 gespannt sein. Die DTM sah in dieser Saison wieder einen Sieger aus dem Hause BMW, das mit dem neuen M4 DTM und dem Fahrer Marco Wittmann deutlich gewann. Immerhin 4 der 10 Läufe konnte der BMW-Pilot für sich entscheiden und setzte schon früh in dieser Saison die Weichen für den Gesamtsieg. Die Rallye-WM 2014 sah das gleiche Ergebnis wie schon im Vorjahr. Volkswagen wurde mit dem Polo wiederholt Rallye-Weltmeister. Sowohl in der Markenwertung konnte man überlegen gewinnen, wie auch in der Fahrerwertung, in der Sebastian Ogier seinen Weltmeistertitel verteidigen konnte. Alle Siege der 13 WM-Läufe gingen dabei an Volkswagen. Alle? Nein, doch nicht. Ein Sieg holte sich der Neueinsteiger Hyundai im ersten Testjahr und dann noch ausgerechnet in der Heimat von VW. Sieg bei der Deutschland-Rallye 2014 für Hyundai. Aber alle anderen Siege gingen an Volkswagen. Gratulation! Viele Veränderungen und neue Teilnehmer. Auf 2015 kann sich der Motorsportfan also richtig freuen. Sowohl Mercedes wie auch VW konnten also die Titel holen. Aber Audi und Porsche waren in der Langstrecken-WM gegen die starken Toyotas erfolgreich. Mit noch einmal einem guten Ende für Audi beim Klassiker. Die FIA World Endurance Championship. Nach den Richtlinien der 24 Stunden von Le Mans ausgetragen, entwickelte sich die als WEC bekannte Langstreckenweltmeisterschaft in nur 2 Jahren zu einer der angesehensten Rennserien der Welt. Die Gründe des Erfolges sind ebenso einfach wie zahlreich. GT-Fahrzeuge Rad an Rad mit Le Mans-Prototypen, Amateure neben Profis, Ottomotoren im Duell mit Dieseltriebwerken, Hybridkonzepte gegen konventionellen Antrieb.
Das alles ausgetragen auf 8 der spektakulärsten Rennstrecken der Welt und verteilt über 4 Kontinente. Eine im automobilen Rennsport einzigartige Kombination. Einmal mehr eröffnete der als Home of British Motor Racing bekannte Silverstone Circuit seine Tore und empfing den WEC Tross auf typisch englische Art zum Saisonstart. Toyota startete mit einem Doppelsieg vor Porsche optimal in die Saison und reiste so als Führender in der Fahrer- und Herstellerwertung zum zweiten Rennen des Jahres nach Belgien. Der Circuit des Spa-Francorchamps, eine Rennstrecke mit einem im Motorsport einzigartigen Streckenverlauf und folgerichtig nicht ohne Grund weltbekannt als Ardennenachterbahn. Nach einem von wechselnden Wetterbedingungen geprägten Qualifying startete das Feld in ein erneut vom Beginn an äußerst turbulentes 6-Stunden-Rennen, bei dem die Ingolstädter wie auch beim darauffolgenden Rennen in Le Mans mit einem dritten Einsatzfahrzeug an den Start gingen. Buemi, Davidson, Lapierre gewannen schlussendlich auch die Le Mans Generalprobe und konnten ihre Führung in der Fahrerwertung weiter ausbauen. Le Mans, das bekannteste und prestigeträchtigste Langstreckenrennen der Welt. Doch die Weltmeister und Titelverteidiger starteten mit einer schweren Hypothek in die 82. Auflage des 24-Stunden-Klassikers. Loic Duval verunfallte im freien Training, kam aber dank der neuesten Sicherheitstechnik mit dem Schrecken davon. Seinen Platz übernahm Ersatzpilot Marc Genet. Doch dann griff der Regengott ins Renngeschehen ein und sorgte früh für das unverschuldete vorzeitige Aus des Boliden Nummer 3. Doch die Ingolstädter ließen sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen und kämpften sich in einer wahren Werbung für den Motorsport zu einem Doppelsieg an der Sarthe. Bei strahlendem Sonnenschein startete das Feld in das 6-stündige Rennen. Rund 1,5 Stunden nach dem Start verwandelte sich der Circuit of the Americas dann in einen reißenden Strom und forderte zahlreiche Opfer. Betroffen auch der bis dato führende Toyota. Das Rennen wurde bedingt durch den Regen und die dadurch resultierenden zahllosen Ausritte folgerichtig unterbrochen und erst rund 45 Minuten später hinter dem Safety Car mit Audi an der Spitze wieder freigegeben. Audi schaffte so zur Saisonmitte mit einem Doppelsieg die Wende und übernahm die Führung in der Herstellerwertung von Toyota. Am Fuße von Japans höchstem Berg, den Fujisan, überfluteten einmal mehr unzählige Fans den Fuji International Speedway. Toyota präsentierte sich bei seinem Heimrennen von Beginn an stark und konnte sich durch einen weiteren Sieg die Führung in der Herstellerwertung von Audi zurückerobern. Mit der längsten Kurve im Motorsport ausgestattet, empfing der Shanghai International Circuit den WEC-Zirkus zum drittletzten Lauf des Jahres. Die Japaner bauten ihre Führung in der Hersteller- und Fahrerwertung mit einem weiteren Doppelsieg aus. Porsche belegte die Plätze 2 und 3, während Alexander Wurz, Stefan Sarrazin und Mike Conway ihren ersten Saisonsieg einfuhren. Sebastian Buemi und Anthony Davidson sicherten sich mit Platz 11 bereits ein Rennen vor Schluss den WM-Titel in der Fahrerwertung. Die Entscheidung um den Gesamtsieg in der Herstellerwertung zwischen Toyota und Audi sollte sich hingegen auf den finalen Stopp in Sao Paulo vertagen. Gut 27 Minuten vor Rennende ein Riesenschockmoment. Mark Webber mit einem schweren Unfall, den der Australier und der involvierte Ferrari-Pilot glücklicherweise ohne ernste Verletzungen überstanden. Hinter dem Safety Car konnte der verbliebene Porsche den ersten Rennsieg des Jahres einfahren. Toyota sicherte sich den Sieg in der Herstellerwertung. Doch das konnte die Freude der Audianer nach diesem bedeutungsvollen Rennen mit dem dritten Platz auf dem Podium nicht trüben.
Tom Christensen hing nach dem 4WC-Finale zufrieden seinen Helm an den Nagel, bleibt aber als Berater erhalten. Ein vielleicht nicht zu unterschätzender Faktor, wenn im kommenden Jahr der Stopp in Sao Paulo durch den Nürburgring ersetzt und die Karten im Kampf um die Krone der Langstrecke neu gemischt werden. Mercedes ist weiterhin auf der Erfolgsspur und renoviert nach 4 Jahren die B-Klasse. Wir durften sie auf Mallorca testen. Gerade ist die neue B-Klasse frisch bei den Händlern und wir konnten uns auf Mallorca von den neuen Qualitäten überzeugen. Die B-Klasse wurde aufgefrischt, da dies so üblich ist in der Mitte eines Fahrzeuglebens. Alles, damit der Wagen für die Zielgruppen auch weiterhin begehrlich bleibt. Der Van überzeugt nun mit verbessertem Komfort und neuen Antrieben, darunter nun auch ein Elektromotor. Mittlerweile haben sich über 1 Million Käufer für die B-Klasse entschieden aus dem Hause Mercedes-Benz. 700.000 wurden von der ersten Generation abgesetzt, schon über 380.000 von der zweiten Generation. Nun kommt es zum Facelift. Warum ist die B-Klasse so erfolgreich? Natürlich, weil die hohe Sitzposition für sich spricht und die A-Klasse, die das früher auch konnte, mittlerweile das Konzept komplett geändert hat. Aber warum ist alles neu? Bei der B-Klasse ist vieles nun in die Verbesserung der Sicherheit und der Qualität geflossen. Gerade neue Assistenzsysteme sollen das Auto noch sicherer machen. Und zudem hat man auch einige Features, wie zum Beispiel den Pre-Collision Assist, eingeführt. Und allein dadurch sind 14% weniger Auffahrunfälle in den letzten Jahren mit diesem System entstanden. Das spricht alleine für sich und man sollte sich überlegen, ob man diese Option bei dem Fahrzeug weglässt. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist das eine ganz gute Wahl. Man muss heute sagen, das Fahrzeug hat an Charme auch gewonnen. Es ist etwas sportlicher geworden, gerade in seinem Design, in der Ausstrahlung. Das Fahrzeug war noch nie sonderlich sportlich. Es kommt auch sehr hoch daher. Es baut sehr hoch, sehr breit. Aber man hat hier und da versucht, etwas Sportlichkeit in das Fahrzeug hineinzubekommen. Ob das gelungen ist, muss jeder selbst entscheiden. Zumindest ist das Fahrzeug deutlich moderner geworden. Ab sofort ist das Fahrzeug in 4 verschiedenen Ausstattungslinien zu haben. Das wäre Style, das wäre Urban, das ist natürlich die sehr sportliche AMG-Version und Electric. Electric ist ein gutes Stichwort. Das Fahrzeug verfügt nun auch über einige neue Antriebstechnologien. Man hat insgesamt 5 neue Dieselmotoren in dem Fahrzeug, 5 Verbrennermotoren und man verfügt über ein Erdgasfahrzeug und ein Elektrofahrzeug. Das ist doch immerhin was. Und das alles kann man noch paaren mit 4 verschiedenen Allradantrieben. Naja, da bleibt wohl kaum noch ein Wunsch offen. Ja, die neue Generation B-Klasse ist perfekt für junge Familien als auch für unsere Best-Agers. Bereits die bisherige B-Klasse war für uns ein äußerst erfolgreiches Fahrzeug. Wir haben tatsächlich eine ganze Reihe an Innovationen und Verbesserungen einfließen lassen in die neue B-Klasse. Besonders erwähnen möchte ich, dass wir ein sicheres Fahrzeug noch sicherer gemacht haben. Wir haben das Motorenangebot erweitert. Optisch ins Auge springt natürlich vorne der Frontbereich. Der Stoßfänger hat sich sowohl vorne als auch hinten in Richtung mehr Dynamik verändert. Wir haben einen sehr breiten Kühlergrill mit dem Zentralstern in der Mitte, der in Summe mit den Finnen, die lackiert und auch eine Chromoptik besitzen, ein sehr sportliches, dynamisches Fahrzeug hier am Start. Innen entsprechend der Lines, Style, Urban und AMG, kann der Kunde sehr gut kombinieren. Ob er eher die klassische Variante wählt, entsprechend der Style oder Urban etwas sportlicher oder für unsere Top-Line, die AMG-Line, mit sehr sportlichen Ausprägungen. Sowohl das Lenkrad als Beispiel ist unten abgeflacht mit roten Ziernähten oder den Red Cut Sitzen. Also hier kann der Kunde frei wählen und kombinieren und sein spezifisches Fahrzeug zusammenstellen. Innen gibt Mercedes der B-Klasse nun ein wenig mehr modischen Chrom, neue Materialien und Farben, die den Premium-Anspruch unterstreichen sollen. So gibt es zudem ein anderes Lenkrad, einen größeren freistehenden Monitor, eine andere Schrift in den Instrumenten sowie eine ambiente Beleuchtung, die in 12 verschiedenen Farbtönen die innere Behaglichkeit des Fahrzeuglenkers erhöhen soll.
Außen beschränkten sich die Stuttgarter auf neue Front- und Heckschürzen, Schweller, Scheinwerfer und einen geänderten Grill. Für die Laien ist die überarbeitete B-Klasse am einfachsten an ihren Augenbrauen über den Leuchten zu erkennen. Immerhin zählen bei der B-Klasse andere Werte als schick. So konnte schon die B-Klasse der ersten Generation mit dem hohen Sitzkonzept 700.000 Käufer überzeugen. Auch die zweite Generation, immerhin flacher, breiter und länger, rollt nicht gerade rassig und elegant über die verschlungenen Pfade Mallorcas. Deutlich tiefer als bei der Optik vollzog sich der Eingriff auf technischer Ebene. Kein Auto in dieser Klasse ist auf Antriebsebene breiter gefächert unterwegs als die B-Klasse. Als Benziner startet die B-Klasse mit 1,6 Liter Motor und 122 PS. Stärkstes Modell ist der B250 mit 2 Litern Hubraum und 211 PS. Das Leistungsspektrum bei den Dieselmotoren reicht von 90 bis 177 PS. Preislich beginnt die B-Klasse bei knapp über 27.000 Euro. Die Elektroversion kostet 39.151 Euro. Nicht überarbeitet, ganz neu ist der i20 von Hyundai. Ein Frontalangriff auf die Polo-Klasse und das mit überzeugenden Argumenten. Derzeit rollt der neue Hyundai i20 zu den Händlern und soll der Marke einen weiteren Schwung geben. Auch wenn der deutsche Star-Designer Peter Schreier noch nicht lange den Ton bei den Koreanern angibt, so kann man schon sehen, wie sehr er die europäischen und besonders deutschen Bedürfnisse nach einer sichtbaren Wertigkeit und Nachhaltigkeit verstanden hat. Das moderne, wenn auch etwas konservative Design, großzügige Platzverhältnisse und eine hohe Qualität geben dem Hyundai i20 der zweiten Generation einen Spitzenplatz im Segment. Das Design entspricht unserer Designsprache Flödig Sculpture 2.0. Und dieses 2.0 ist wichtig. Das ist die Nachhaltigkeit, die wir in den kommenden Jahren auch bieten werden. Eine Weiterentwicklung von dem ersten Schritt, den der i30 bekommen hat, als er neu war. Und es kommt bei unseren Kunden sehr gut an. In dem Fahrzeug, trotz dieser coupéhaften dynamischen Form, wesentlich mehr Platz als vorher. Es können bequem 5 Leute drin sitzen. Mehr Kopffreiheit, mehr Beinfreiheit, mehr Schulterfreiheit. Ein Kofferraum, der mit 326 Litern derzeit der größte seiner Klasse ist. Und wir wollen auch in der Klasse ganz weit vorne schwimmen. Neben dem zweigeteilten Kühlergrill in markentypischer Hexagonalform, markant modellierten Scheinwerfern und sportlich ausgewogenen Proportionen zählt auch eine präzise definierte Karosserie-Seitenlinie zu den besonderen Kennzeichen des vom deutschen Thomas Birkle gezeichneten i20. Schwarz glänzend abgesetzte C-Säulen lassen die Dachpartie optisch schweben. Schlanke und aufrecht stehende A-Säulen verbessern die Übersichtlichkeit. Der Kleinwagen steht mit einer fünftürigen Karosserie sowie in 4 reichhaltig bestückten Ausstattungslinien zur Wahl. Das Euro 6 Motorenangebot umfasst 3 Benziner und 2 Diesel. Das Leistungsspektrum reicht von 55 kW bzw. 75 PS bis 74 kW, 100 PS. Wie sein Vorgänger ist auch der Nachfolger ein echter Europäer. Das neue Modell wurde im Hyundai Design Zentrum in Rüsselsheim entworfen und an gleicher Stelle im europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrum der Marke bis zur Serienreife entwickelt. Schon die Basisversion ist sehr reichhaltig ausgestattet und verfügt unter anderem über eine elektrisch unterstützte Servolenkung, elektrische Fensterheber vorne, einen höhenverstellbaren Fahrersitz, Bordcomputer sowie Heckscheiben-Wischwaschanlage und Zentralverriegelung. Der i20 hat ein beheizbares Lenkrad, hat einen Spurhalteassistent, hat ein fahrdynamisches Stabilitätsmanagement. Das ist in diesem Segment eigentlich der Kunde nicht gewöhnt. Bei uns bekommt er das. Viel Angebot zu einem attraktiven Preis. Die unverbindliche Preisempfehlung für den Koreaner beginnt bei 11.950 Euro für den 75 PS starken Hyundai i20.
Das war's schon wieder mit den schönen Bildern aus der Welt des automobilen Dahineilens. Ein aufregender Start in ein neues Autojahr 2015. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und auf Wiedersehen bei CarNews TV.